So, dann wollen wir mit dir auch nochmal ein Spläuchlein halten. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Tür. Ich wusste nicht, dass hier Sperrgebiet ist. Genau genommen ist es das auch nicht. Allerdings sind die meisten unserer Besucher Plünderer. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Na schön, aber machen Sie schnell. Versorgt dieser Windpark Kedera Port mit Strom? Ja, genau wie alles andere in der Gegend. Was natürlich nicht heißt, dass uns dafür irgendjemand dankbar wäre. Nein, sie kontaktieren uns nur, wenn irgendwas kaputt ist. Sloan zahlt ihnen kein Schmiergeld. Nicht genug. Dieser Job ist riskant. Ich hätte eine Gefahrenzulage verdient. Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass sich die Turbinen weiterdrehen. Was im Übrigen beinahe an ein Wunder grenzt, wenn man bedenkt, wie viele Plünderer hier ständig irgendwelche Teile stehlen wollen. Na gut. Danke für Ihre Zeit. Ja, ja, schon gut. Lassen Sie mich jetzt einfach weiterarbeiten. Er bleibt also auch namenlos, er ist nur der Techniker. Schauen wir nochmal kurz hier vorne. Und dann müssen wir nochmal unten schauen, ob Nayef die Dame vor dem Lager ist. Die hat jedenfalls keinen Namen. Also, bist du Nayef gewesen? Nein, das war Aislinn, genau. Oder Aislinn, was auch immer. Na los, mach! Die Trafo-Plattform ist nicht im Gleichgewicht. Das ist schnell repariert. Okay. Bitte sehr. Was? Wollen Sie dafür etwa einen Orden? Verdammter Angeber. Entschuldigung, ich kann es auch wieder kaputt machen, wenn du magst. Ich dachte mir nur, es ist nett, wenn ich mal helfen kann, wenn ich weiß, was das Problem ist. So, und wer ist diese Nayef jetzt? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Achso, ist das die alte davon vielleicht? Guck mal, hier ist noch ein Behälter, den habe ich ganz übersehen. Naja, wer weiß, wer weiß. Hier wird ja auch nur Yuri angezeigt. Mit der alten kann ich gar nicht reden hier. Ich weiß nicht, wo diese Nayef sich finden lässt. Vielleicht ist er aber auch in Kedera Port, wer weiß. So, egal. Wir gehen mal wieder zurück zum Nomad. Und schauen mal ganz fix bei diesem Nachpunkt vorbei, den wir da gekriegt haben. Ist der markiert worden? Ja, ist offenbar nicht markiert, nö. Dann schaue ich mir den vielleicht auch mal abseits an. Ich glaube, wenn das wirklich bloß Waffen sind, dann ist das jetzt nicht so interessant für uns. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück nach Kedera Port. Und dann... Na, ja, dankeschön. Und dann werden wir nochmal kurz nach Reyes suchen. Und dann war es das auch schon für heute, würde ich meinen. So. Upsa. Gehen wir nochmal kurz hier auch bei dem Kroganer vorbei. Vielleicht will er nochmal persönlich Danke sagen, wer weiß. Der Direktor, war der das gewesen, der mir den Auftrag gegeben hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Gehen Sie. Vermutlich nicht, nein. Der ist ja auch eine entzückende Seele von einem Kroganer. So, hier gibt es schon wieder eine Mission, sehe ich gerade. Ansonsten haben wir hier noch, zu Dr. Nakamoto zurückkehren. Das machen wir gerade mal. Und dann können wir auch nochmal hier gucken, was es da für eine andere Mission gibt. So, ich schätze mal, die Brühe hier ist immer noch giftig, wa? Hier wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern daran. So, und jetzt wird sich ja mal wahrscheinlich aufklären, ich behalte eine Narbe zurück. Wer hier böse ist und wer nicht. Es gibt gute Neuigkeiten, Doktor. Ich habe Ihre Formel. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Eine Ihrer früheren Kollegin, Dr. Ferenc, hat mir erzählt, Sie wären an der Entwicklung von Oblivion beteiligt gewesen und es sei immer als Droge gedacht gewesen. Das ist eine Lüge. Außerdem ist Arena überhaupt keine Ärztin. Das dachte ich mir schon. Alles, was ich von Ihnen gesehen habe, zeigt mir, dass Sie ein anständiger Mann sind. Danke, Pathfinder. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja, was auch immer nun die Wahrheit ist dabei.
Lebensfähigkeit steigt für uns. Das ist das Einzige, was zählt. So, dann gehen wir mal noch in Richtung des Ausrufezeichens. Mensch, ist das hier finster. Ach, der macht die Taschenlampe von alleine an. Siehst du mal. Deswegen wusste ich nicht, wo der Knopf ist dafür. Ist das Ausrufezeichen jetzt verschwunden? Das ist seltsam. Ist hier denn irgendwas? Nö. Wer weiß, wer weiß. Was ist eigentlich hier drüben? Du bist bloß ein Statist, okay. Du kannst die Taschenlampe ruhig anlassen, wenn du magst. So hell ist es ja dann auch nicht. Also keine Ahnung, was das jetzt mit dem Ausrufezeichen war. Jetzt ist es wieder da. Ach, hier drin. Ah, okay, 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 okay. Das ergibt auch mehr Sinn, glaube ich. Und es sieht aus, als müssen wir zu Reyes rein, hä? Huh? Ah nein, ja doch, 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 genau. Ryder, perfektes Timing. Das erspart mir die Mühe, nach ihm zu suchen. Stimmt irgendwas nicht? Gab es noch weitere Morde? Nein, es ist nichts derart Morbides. Es geht eher um einen persönlichen Gefallen. Eine geschäftliche Konkurrentin, Sia Cordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Und ich soll Ihnen helfen, sie wieder zu beschaffen. Genau. Wir haben bei dieser Roka-Sache so gut zusammengearbeitet, dass ich dachte, Sie wären vielleicht bereit dazu. Was hat sie gestohlen? Keine Ahnung. Mein Kunde hat mir einen Bonus gezahlt, damit ich keine Fragen stelle. Angesichts meiner Preise muss es allerdings ziemlich wertvoll sein. Sie haben nicht nachgesehen? Ehre hat einen Preis und mein Kunde war bereit, ihn zu bezahlen. Wie konnte Ihre Konkurrentin diese Fracht überhaupt in die Finger bekommen? Durch ihre übliche Taktik. Sie hat meinen Mittelsmann betrunken gemacht und dann sein Schiff gestohlen. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Bitte. Wenn ich einen Job zu erledigen habe, gönne ich mir nie mehr als 3 Drinks. Okay, ich helfe Ihnen. Aber wir teilen den Profit 50-50. 60-40. Mein letztes Angebot. Abgemacht. Sia genehmigt sich immer einen im Krala Song, wenn sie auf Kadara Halt macht. Also sollten wir dort anfangen. Vielleicht weiß Umi ja etwas, das uns weiterhilft. Okay. Dann wollen wir mal ins Krala Song gehen und schauen, was wir rausfinden können. Wo war denn jetzt hier eigentlich gleich nochmal der Weg aus den Slums heraus? Hier drüben irgendwo, ne? Ja, dieser Aufzug war es doch, glaube ich. So, schnell zur Transitkonsole. Und ab nach oben mit uns. Und dann schauen wir mal, was noch so auf der Karte steht. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr allzu viel davon abarbeiten. Vielleicht auch gar nichts, wer weiß. Aber zumindest den Überblick können wir uns ja schon mal verschaffen. Und dann ist Feierabend. So, hier, das wollten wir, genau. Ansonsten gibt es ja auch gar nicht viel zu erledigen gerade. Bleiben Sie länger? Hatte ich nicht geplant, aber ich würde mich überreden lassen. Ach ja, die Türen, ich erinnere mich, die öffnen sich ja so unfassbar langsam. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an hier. Wenn es nur um Quatschen geht, das können wir noch schnell machen. Alles klar. Ich glaube, der wird nur noch von seiner Rüstung aufrecht gehalten. Das war der stärkste Drink, der mir eingefallen ist. Sie warten bestimmt auf jemanden. Das ist mein Text. Oh. Wollen Sie einen Drink oder ein Zimmer?
Eigentlich Information. Die kosten aber mehr als eine Runde Drinks. Das erledigt mein Freund. Bitte? Was? Setzen Sie es mir auf die Rechnung. Sehen Sie? Was wollen Sie wissen? Sia Cordia. War sie in letzter Zeit mal hier? Ihre Ex? Ja, die war hier. War sie allein, oder? Nein, ein Salarianer war bei ihr. Verschlagener Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Vielleicht der Scharlatan. Möglich ist alles. Haben Sie Ihr Gespräch mitgehört? Sie wollten jemanden am Spirit's Ledge treffen. Danke, Umi. Schon okay. Sie haben es nicht von mir. Wenn Sie den Treffpunkt überprüfen, folge ich der Spur mit dem Kollektiv. Ich bezweifle zwar, dass sie ja den Scharlatan getroffen hat, aber man weiß ja nie. Ich melde mich, wenn ich dort bin. Danke, Ryder. Kriegen wir hin, denke ich. Und ich glaube, das hatte ja noch mit dazu gehört, die Lebensfähigkeit auf Kedara zu erhöhen. Von daher ist das, denke ich, ganz passend, dass wir jetzt noch hier in die Richtung arbeiten. Und mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Also wahrscheinlich führt das hier uns jetzt erstmal einfach nur zur Navigationskonsole. Ja. War zu erwarten. Oh, Transitkonsole heißt sie. In die Slums. In die Slums. Genau. Ja, die Bewaffnung ist in Ordnung. Lassen wir alles so. Das muss ich mir auch mal in Ruhe anschauen, ob wir da vielleicht auch wieder was aufleveln können oder vielleicht an der Forschungsstation auch ein bisschen Schindluder treiben können. Das werde ich dann wieder mal alles abseits machen. Das Let's Play ist sowieso schon sehr lang geraten, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie festgestellt, ich glaube, das Spiel wird länger gehen als die anderen Mass Effect Teile. Bei denen habe ich es immer geschafft, unter 100 Folgen zu bleiben. Wird hier eher schwierig, glaube ich. Ich weiß nicht, bei wie viel ich jetzt genau gerade bin, aber ich glaube, in den 80ern okay, oder so wird das hier bestimmt sein. Ich muss aber immer noch Reyes Fracht finden. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Achso, vielleicht treten wir erstmal nach draußen. So, jetzt können wir mal auf die Karte schauen. Wo müssen wir denn dafür hin? Ist das in der Nähe? Oh ja, das ist ja gleich in der Nähe von einem Schnellreisepunkt. Sehr schön. Dann wird das noch abgearbeitet und dann ist gut. So. Dann reisen wir mal darüber. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Ja, müssen wir. Aus, als hätten wir das Treffen verpasst. Ah, verdammt. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie ja etwas zurückgelassen. Nomad, komm zu mir. Okay, vielleicht nehmen wir doch einen anderen Weg. Oder probieren es an einer anderen Stelle nochmal, wo die Steigung nicht ganz so extrem ist. Oh ja, hier kommt man ja gut hoch. Hallo Dino. Erstmal schön drüber heizen über den guten. Hier sieht's aus, als hätte jemand ziemlich wild gefeiert. So, schauen wir mal. Das war's. Schauen wir mal, was wir hier haben. Soll ich hier hin? Oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas mit dem Scanner suchen soll, oder? Ich glaube, ja. Was haben wir denn da? Ich glaube, ich habe was gefunden. Sieht aus wie eine Leitung. Okay. Folgen wir der doch mal. Okay, die geht noch ein ganzes Stück. Lass mal mit dem Nomad darüber fahren. So, schauen wir mal kurz. So, hier drüben geht's hier lang. Gut. Hängt man sich hier gleich wieder fest an irgendeiner Ecke? Ich glaube, da wird irgendwo eine Höhle sein. Was wurde in die Felsen hineingebaut? Aha. Es muss einen Weg da reingeben. Sam?
Das Schloss wird ferngesteuert. Vielleicht von etwas in der Nähe. Lass mich raten, am anderen Ende des Kabels? Naja, machen wir erstmal den hier platt. Das war nicht ganz das, was ich wollte gerade. So, Schnauze halten. Hinlegen, sterben. Okay. Dann gehen wir nochmal darüber und überprüfen mal das andere Ende des Kabels. Das muss ja irgendwo hinführen, das Ding. Ja, genau, das dachte ich mir schon. War jetzt naheliegend. Ich meine, irgendeinen Sinn muss das Kabel ja haben. So, schauen wir mal. Hier hört's auf. Vielleicht kommen wir damit rein. Aha. Na dann mal los. Und wieder rüber. Hat das funktioniert? So, nehmen wir gleich den Nomad. Geht schneller. Och nee, wo kommt denn jetzt der Irock her? Komm, wir gehen da schnell mal rein, bevor er uns bemerkt. Und schauen uns das Datenpad an. Ich habe ein Datenpad mit einem NAV-Punkt gefunden. Vermutlich versteckt sie dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Warum informiert sie den Käufer nicht direkt? Frequenzen kann man hacken. Tote Briefkästen sind sicherer. Vor allem bei großen Geschäften. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler. Ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort. Na gut. Dann schauen wir mal kurz auf die Karte und zu checken, wo wir da hin müssen. Und es ist wieder in der Nähe von einem Schnellreisepunkt. Sehr gut. Deswegen sind die Schnellreisepunkte mal das Erste, was ich abarbeite. Weil man einfach viel zu oft wirklich sehr viel Zeit sparen kann, wenn wir einfach das auf die Art und Weise machen. Ne? So. Und es dauert ja so schon alles lang genug. Das wird dann wahrscheinlich das Häuschen hier drüben sein. Vielleicht das von Sia. Sieht ganz so aus. So, na dann würde ich sagen, klopf, klopf. Was genau möchtest du aufmachen? Okay, leer. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um sie herzulocken? Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo. Ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia. Du konntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch. Sag mal, bei dem ist aber echt schlimm mit diesen ganzen Liebesoptionen, ne? Also, ist ja unnormal. Schluss mit dem Gequatsche. Warum haben Sie Reyes hergelockt? Er hat alle guten Jobs in Cadera an sich gerissen. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten? So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Tja, Mädchen. Wenn du unbedingt sterben möchtest, das lässt sich einrichten. Auch bei dir lässt sich das einrichten. Und nochmal. Das Fleisch lässt sich schön weich klopfen mit dem Hammer. Das ging recht schnell. Und damit ist die Lebensfähigkeit schon wieder um 5% hoch. Bei was war die jetzt? War die noch in den 70ern? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Wir könnten sonst nochmal den Versuch starten, bei der Siedlung vorbeizugehen. Ich vermute mal, es werden dann 80% sein, die wir brauchen. So, hier ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal zu Reyes. Mal sehen, was er noch zu sagen hat dazu. Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun.
Das ist irgendwie schmeichelhaft. Es wäre klug, wenn Sie sich bedeckt hielten. Diskretion ist meine große Stärke. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Das ist für dich schon viel Aufwand? Ich weiß ja nicht. Immerhin gibt es jetzt ein paar Schmuggler weniger in Kedera. Sie haben die Konkurrenz ausgedünnt. Sie finden auch in allem etwas Gutes, Pathfinder. Ich sollte hier mal aufräumen. Sia war ein Miststück, aber es wäre falsch, sie einfach liegen zu lassen. Na dann. Gehen Sie ruhig. Ich erledige das hier. Geht klar. Gehen Sie ruhig. Ich erledige das hier. Ich hab's schon begriffen. Lass mich mal gehen hier, bitte. So. Damit wäre diese Mission abgehakt. Wir schauen nochmal ganz kurz. 78%. Okay, da fehlen mir wahrscheinlich 2%, um dann tatsächlich die Siedlung zu bauen. Dann würde ich mal sagen, bauen wir die Siedlung beim nächsten Mal. Und an der Stelle werde ich jetzt erstmal Schluss machen. Wir können ja nochmal schauen, was jetzt eigentlich überhaupt noch auf Kedera so auf dem Plan stand. Die Leichen scannen, das kann ich noch machen. Da werde ich dann 4 scannen und die 5. Leiche, die machen wir dann am Anfang der nächsten Aufnahmesession. Wäre wahrscheinlich das günstigste. Und wenn ich das hier so sehe, können wir dann auch mit der Story weitermachen, indem wir auf die Tempest zurückgehen. Ansonsten gibt es nur noch Kleinkram, glaube ich. Landvermesser. Das können wir mal markieren. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Da drüben. Ich meine, wenn das schnell erledigt ist, ich hätte eigentlich schon gern noch die Siedlung gebaut, muss ich sagen. Das wäre echt ein guter Abschluss. Schauen wir noch mal ganz kurz da drüben vorbei. Vielleicht ist das ja wirklich eine schnelle Nummer, für die es dann eben nur 2% gibt, was mir ja vollkommen ausreichen würde. So viele Höhlen. Das reinste Paradies für Schmuggler. Ich habe aber irgendwie die Befürchtung, dass es nicht ganz so schnell gehen wird, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber schauen wir mal. So, das hier drüben ist es auch schon. Schauen wir es uns an. Rein in die Höhle. Dieser Ort ist gigantisch. Ich registriere große Mengen eines toxischen Gases. Seien Sie vorsichtig, Pathfinder. Ah, immer doch. Hey, ich bin immer vorsichtig. Eben. Das wäre der perfekte Ort, um unterzutauchen. Ja, wenn nur diese Skorpion-Dinger nicht wären. Skorpion-Dinger? Welche Skorpion-Dinger? Ist keine das? Ahnung. Schauen wir mal kurz hier. Wer auch immer das Licht ausgeschaltet hat, ist ein Arschloch. Ich habe mir auf der Suche nach dem Generator fast den Zeh gebrochen. Octans. Ein Generator? Was macht er so weit hier draußen? Er betreibt anscheinend die Flutlichter. Ja, schon, aber wer hat ihn hier aufgestellt? So, ich habe das Gefühl, das wird eine größere Angelegenheit. Ich möchte nicht reinscrollen, das ist wieder das Problem meiner Maus. Moment, vielleicht klappt das, wenn ich hier den Xbox-Controller benutze? Ah, wunderbar. Das sollte ich öfter so tun. Okay, wir müssen nach links gehen, also. Also ganz kurz nach rechts schauen, ob da irgendwas ist. Das wären viele Gerätschaften für einen einzigen Mann. Eine Sackgasse. Wollen wir es mit dem anderen Weg versuchen? Sehr gerne. Ich wollte bloß die Sachen einsammeln, weil mir klar war, dass da irgendwas liegt in der Ecke. Im Gegensatz zu euch schaue ich ja auch einfach mal auf die Karte, bevor ich irgendwo lang gehe. Ihr rennt mir ja eh bloß kopflos hinterher.